Wachleben ist ja so eine Veranstaltung wie heute, wo man merkt, dass eine positive Grundstimmung im Raum und im Saal und für die Leute ist, das ist auch wichtig. Ich bin ja Musikant, gell? Und da ist es genau das Gleiche. Wenn es einem menschlich nicht gut geht, kann man nicht kompensieren. Also man muss ein bisschen in Stimmung sein, oder? Jawohl. Ja, für mich ist Aufleben also Zufriedenheit, für was arbeiten, was einem Freude macht, wo man eine tolle Wertschätzung hat von Gästen oder sei es auch von Mitgliedsbetrieben. In dem Fall, wenn ich neben der Marlene durchstehe, fällt mir das ein, wenn man diese Wertschätzung genießen kann und wenn man für was arbeitet, was für das ganze Land gut tut und die Natur natürlich auch genießt und für das Land einfach wichtig ist, wenn die Landwirtschaft erhalten bleibt. Für mich ist Aufleben einfach das Gefühl, in der Umgebung, in der ich mich befinde, in meiner Familie, zwischen meinen Gästen, dass mir da gut geht, dass wir alle ein gutes Miteinander haben und dass ich das Gefühl habe, sie sind glücklich und es geht ihnen gut. Dann geht es mir auch gut. Für mich mein Bauernhof ist mein Garten. Und auch die Gäste, die was zu uns heimkommen, die was sich bei uns wohlfühlen und uns auch Komplimente machen, dass ihnen so gut bei uns gefällt in der Bitschnau. Und Aufleben ist? Aufleben ist für mich auch, dass man eine Aufgabe hat, wo man sich damit identifiziert und wo man was bewegen kann und die einem Spaß macht, sei es im Beruf oder in der Landwirtschaft. Und Aufleben ist auch, wenn man eine Familie, einen Ort daheim hat, wo man nette Leute um sich hat, wo man sich geborgen fühlt und wo man anschalten kann. Ja, spielt die Beziehung jetzt auch irgendwie eine Rolle? Das ist das Zentralste davon, glaube ich. Aufleben ist für mich, fängt in der Früh schon an, wenn der Ferdinand aus dem Bett rauslacht. Und dann geht es weiter, wenn ich weiß, heute darf ich hinten putzen und dann habe ich 3 Stunden Auszeit und kann mich nachher noch 5 Minuten auf die Bank setzen und die Aussicht genießen und das kontrolliert mich keiner. Das kann bei mir auch so sein. Also Aufleben heißt für mich, wenn nach so einer Veranstaltung, dass das alles gut gegangen ist und dass man einfach merkt, dass die Leute gefallen hat und ja, dass ich eine Schwierigkeit, wo ich mir zuerst gedacht habe, das schaffe ich jetzt nicht und trotzdem ist es gut. Ja, ist der Aufleben. Ich kann nicht sagen, dass mein Aufleben ist. Ich heiße für mich Aufleben. Ich lebe auch auf der Alm. Einfach ein Loch entfernen. Wenn ich das Leben auf der Alm mache, das ist schlicht, intensiv und leidenschaftlich. Aufleben ist für mich, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, da habe ich einen Platz, da kann ich das ganze Tal einfahren. Da bleibe ich aber stehen und denke mir, mei, sind wir in einer schönen Landschaft. Gut, dass wir da geboren sind, dass es meiner Familie gut geht und mir auch. Und dass ich die Gäste haben darf, wenn es ins Gott geht, geht es auch die Gäste. Und das ist für mich Aufleben. Aufleben passt für mich, dass man einfach einmal aus seinen alten Gewohnheiten rauskriegt und was Neues probiert. Dass man zum Beispiel ein neues Hobby probiert oder sieht etwas Neues probiert. Einfach mal ein bisschen aus der alten Haut raus und komplett etwas anderes versuchen. Aufleben passt für mich zu den Veranstaltungen, wo das Bäuerliche richtig hochgelebt wird. Und wo man auch natürlich belohnt wird für die Tätigkeit, was man über das ganze Jahr macht. So als wenn man heute die Urkunde wieder kriegen kann, von der Bauern.